Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. So, jetzt lösen wir das Puzzle für den 21. November, den Dienstag. Ich bin jetzt gerade am Nachvertonen, weil ich wieder einmal Probleme mit meinem Sound hatte. Ich hatte irgendwie ein Echo drauf. Ich habe keine Ahnung, was ich wieder gebastelt habe. Ich beginne irgendwann mit dem Standard, den ich hier irgendwie nicht wirklich habe. Und es geht los. Judi hui. Und dann setze ich da oben das T, einfach damit ich irgendwas habe. Gestern habe ich ja recht lange gebraucht, also über 4 Minuten, das ist schon recht lange. Jetzt baue ich das da einfach mal hier hin und so fülle ich ein bisschen auf. Und den langen, den baue ich da oben ran und habe dann wahrscheinlich irgendwann Probleme, das L da hinzukriegen. Hey, wir suchen ja den Dienstag habe ich damit mit diesem U. Aber den Figoletten kriege ich irgendwie nicht weg. Okay, dann muss ich also ein bisschen umbauen und dann baue ich gerade mal ein bisschen mehr um. Und mache jetzt den da und den da unten hin und dann den da rein und jetzt hätten wir, naja, irgendwas. Irgendwas hätten wir jetzt, aber nicht das, was wir wollen. Also bauen wir wieder ein bisschen zurück und es sieht zwar so aus, als ob ich wissen würde, was ich tue, aber ich weiß das echt nicht. Es ist reiner Zufall, wenn ich irgendwann mal etwas ein bisschen schneller hinkriege. Jetzt baue ich das da oben ran, da ich dachte, das hätte ich vorhin schon fast einmal gehabt. Und jetzt nehme ich da den grünen weg und baue den da oder doch nicht da in die Ecke rein. Okay, dann versuche ich es hier unten. Und schmeiße da das L hin, damit ich es mal weg habe. Dann kommt da oben das T hin, gell? Das sind ja die Sachen, die ich irgendwie irgendwo platzieren muss. Damit es dann irgendwann vielleicht doch noch eine Lösung gibt, dann baue ich ja den langen Ding dahin und den gelben da. Und dann denke ich mir, das ist doch schon wieder ein bisschen kacke, okay. Dann baue ich wieder ein bisschen zurück und überlege mir, vielleicht doch irgendwas anderes hier unten. Okay, da hoch, das kann man auch mal machen, gell? So hätten wir den Dienstag und die 21 frei. Hä? Das wäre schon mal nicht schlecht. Da haben wir die Ecke da drin. Dann baue ich den da runter und überlege mir, was ich sonst so tun könnte. Das geht so natürlich nicht. Ich habe kein Dreierli, gell? Aber das hier würde so gehen und den da hier hin. Sieht halt alles ein bisschen komisch aus und ich weiß nicht genau, was er mit der 11 machen würde, werde. Also geht so wieder nicht. Also wieder ein kleiner Rückbau. Und ich probiere das Ganze noch mal ein bisschen anders. Dann knallen wir den da mal rein und den, das hatte ich bis jetzt eigentlich eher relativ selten. Dann kann ich da den grauen reinmachen und habe den schon mal los. Dann könnte ich, das passt mir wohl nicht. Gut, baue ich den da unten hin und den mache ich nicht dahin. Okay, dann haben wir da, genau, die 21 muss ich jetzt schauen, dass die dann noch stehen bleibt. Da passt mir wohl wieder irgendwas nicht. Jetzt bin ich gerade am Rumfimmeln und denke mir die 21 weg. Das ist eine gute Idee, wenn man den 21. sucht. Und dann merke es noch nicht, dass die 21 weg ist. Irgendwann werde ich es merken, sicher. Also irgendwann merke ich das sicher. Und jetzt merke ich, dass irgendwas nicht so richtig stimmt. Jetzt habe ich hier den Mondi, aber der Mondi, den gibt es so nicht. Und jetzt baue ich das anders rein. Und wow, 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 3 Minuten 23, eine Minute weniger. Und wir haben Dienstag, den 21. November. Holla die Walpe. So, jetzt machen wir noch das Hintergrundbild. Wir haben ja gestern da dieses Bild da mit den 2 Wölfen gemacht. Wir machen jetzt ein Zoom-Out und schauen, was er draus baut. Bum, budum, budum. Wir machen es uns heute einfach. Gestern haben wir ja recht lange gebraucht und ich denke,
Der macht da schon was für ihn. Ungefähr wohl. Ungefähr. Oh, der macht immer mehr Wölfe hin. Und was auch immer. Und er hat gleich. Und hopp. Okay. Dann machen wir das gleich groß. Die Hände sind wirklich besser. Ne? Also oben rechts hat es mir zu viele Wölfe. Ich weiß, da die sehen mir komisch aus. Das unten rechts ist die Hand zwar anatomisch okay, aber irgendwie sieht sie komisch aus. Irgendwie ist sie zu groß, oder? Und also die linke Hand und die rechte Hand sieht ganz komisch aus. Außerdem sehen auch die Wölfe irgendwie komisch aus. Und wenn so viele Sachen komisch aussehen, dann nehmen wir es lieber nicht. Oben links sieht die Hand recht cool aus. Aber diese komischen Viecher rundherum sind komisch. Wir haben schon wieder zwei komisch drin, obwohl es das gleiche betrifft. Aber zwei komisch nehmen wir nicht. Dann bleibt unten links. Ja, dann nehmen wir unten links. Kurz, entschlossen, unten links ist gut. Da kommt natürlich wieder meine Frage, gell, die ihr wahrscheinlich noch fast nie beantwortet habt. Welches Bild hättet ihr genommen und warum? Und wenn ihr weiterhin solche tollen Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Und wenn ihr sonst irgendwas zu sagen habt oder so, schreibt es mir in die Kommentare rein und ich werde es dann lesen und vielleicht zur Kenntnis nehmen oder auch nicht. Und dann besten Dank, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Ciao miteinander.